wir machen mal eine Joey on Tour in der Nacht. Und zwar gehen wir an die 3 Jahre Krachparty in Breitenbach. Keine Ahnung, wo das ist. Aber wir holen jetzt hier im Swiss Hotel Le Plaza gerade den Star-DJ von oben ab, nämlich den DJ Tonic. So ein Zufall, da kommt er ja gerade. Nein, wie geht's denn? Der Star-DJ von oben, DJ Tonic. Hi. Alles klar? Alles super, danke. Was hast du bis jetzt gemacht in Basel? Ich bin um 8 Uhr erst ins Hotel gekommen und seitdem ein bisschen gechillt, CDs durchgesucht und ja, dann geht's jetzt gleich auch schon los, ne? Ganz genau, wir fahren dich jetzt mal auf Breitenbach zur 3 Jahre Krachparty. Da bin ich sehr gespannt drauf, vor allen Dingen auf Ian Carey. Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. So, wir sind jetzt hier ganz romantisch im Auto mit dem DJ Eddie Tonic. Eddie, ich bin ganz erstaunt, dass du alleine gekommen bist und nicht irgendwie 15 Chicks im Schlepptau hast. Warum sollte ich mit 15 Mädels ankommen? Wäre ein bisschen teuer für die Jungs, glaube ich. Persönlich bin ich so hobbyweise DJ. Okay. Und ich will jetzt mal einen Tipp von echten Profi-DJ. Wenn ich jetzt so ein Set eröffne, was ist der Knaller-Track? Soll ich damit Infinity anfangen oder was soll ich da machen? Ganz genau. Dann kannst du auf jeden Fall in den Großraum Bimse gehen. Da hast du bei mir auf jeden Fall schon mal 100 Punkte. Was ich halt immer furchtbar finde, ist wirklich, wenn Leute anfangen zu spielen, dann wirklich komplett von vorne bis hinten nur auf die 12 Vollgas und dann wirklich den Klimax ab Anfang an, dann über 2 Stunden, danach sind die Leute ausgepowert, danach geht nichts mehr. Es gibt halt ein paar Leute, die ja vom Style her sich wirklich als Superstar schimpfen und dann wirklich im Endeffekt heiße Luft und nichts dahinter ist. Also im Endeffekt geht es nicht darum, wie du aussiehst, sondern es geht darum, was du kannst. Ne? Und die meisten können halt ehrlich gesagt nichts. Finde ich sehr sympathisch von dir. Ja. So, und jetzt gehen wir dahin und dann machen wir eine richtig dicke Party. Ja, Hammer, ich bin gespannt. So, wir sind jetzt hier in Breitenbach vor der großen Krachparty. Und was ihr hinter mir seht, ist nicht etwas gratis zu kriegen, sondern hier innen ist Rauchverbot, nämlich überall im Solothurn. Ja, genau, oder? Ich weiß auch nicht genau, aber ja, Solothurn halt ist Rauchverbot. Aber Basel-Stadt, die dürfen nur rauchen halt. Ich weiß auch nicht wieso. Geiler Song. Ja, genau. Kommst du auch noch rein, oder? Natürlich. Machen wir noch ein bisschen Party drinnen. Ja, danke, Alter. Danke. Wunderbar. Ein paar Frauen gehabt. Neuen besten Freund gefunden. Ja. So, da haben wir gerade einen von denen Raucher. Sagen wir ganz ehrlich, schießt sie nicht anders an, dass du draußen musst rauchen, wenn drinnen die große Sause läuft? Ja, das ist schon wahr und so. Aber was wollen wir machen? 16-Jährige sind hier und die alle rauchen und so. Wegen dem ist schon ein bisschen gut und so. Dass man draußen rauchen, ist drinnen ein bisschen frische Luft und so. Aber was wollen wir machen? Heutige Jugend ist halt so, ja. Von dem her, was soll ich machen? Ist besser draußen rauchen und so. Alle sagen, wir im Land sind Bauern, aber da gibt es die geilsten Partys. Kommt einfach einmal ins Land hinter, Mann! Geile Partys! Krab.ch ist das Beste vom Leben, was gibt. Das Beste, geht. Wo geht's? Ja, genau, ey, Alter! Das Beste, was hier jetzt geht's. Ah, jetzt haben wir wenigstens mal ein bisschen weibliche Kandidaten. Ja, das ist das Schöne, weibliche Kandidaten. Wunderbar. Sind ihr von Tele Basel? Nein, das haben wir nur drauf da. Das ist ein Schiller-Video. Coolio! So, wie findet ihr es bis jetzt an der 3 Jahre Krachparty? Super, wunderbar. Dreimal geil, ja. Nein, es ist toll. Nein, es ist toll, ja. Und das erfahrt ihr noch? Ja, natürlich. Zum Glück kommt das im Fernsehen, sonst hat man keine Unterhaltung. Wie findet ihr es bis jetzt an der 3 Jahre Krachparty da? Ja, es ist voll geil. Es ist abartig. Es geht ab. So sieht es aus, wenn ich recht hier stehe. Ja, schon ein bisschen abkühlen vom Shaken und so. Okay. Ich sag nur Respekt. Respekt. Das ist ein Wort. Sag's nochmal. Respekt. Nochmal. Respekt. Nochmal. Respekt. Nochmal. Respekt. Nochmal. Respekt. Noch einmal? Nein, voll nicht. Wie läuft's? Was? Bist du noch mal abrufen? Das ist mein Kollege, Mann. Mit der bin ich schwierig. Hey, gehört, aber schau mit dem Telefon.
Das war es von der ultimative 3-Jahr-Krachparty in Breitenbach. Und ich mache jetzt hier noch ein bisschen weiter Party. Da dürft ihr aber leider nicht mehr dabei sein. Cheers!